Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Book of Unwritten Tales. Wir stehen ja immer noch vor der Höhle unserer Freunde hier und die wollen ja nicht so richtig mit uns reden. Wir brauchen aber unbedingt den Schild hier und ich würde sagen, ja, wir reden nochmal mit denen. Vielleicht könnt ihr uns ja doch irgendwie, vielleicht können wir was für die tun oder so. Zum Großsitzloch. Ah, du bist es, willkommen. Was liest du denn da? Was genau liest du denn da? Oh, es ist ein wirklich faszinierendes Buch über die neuesten Entwicklungen in der Kettenblitzforschung. Als Magier muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Mhm. Leider komme ich viel zu selten dazu, in Ruhe zu lesen. Grump hält nicht viel von Bildung. Das heißt, wenn du schon mal Zeit hast? Dann nutze ich sie und lese am liebsten gleich das ganze Buch. Verstehe. Wie können Halbbrüder so verschieden sein? Die beide scheint sehr unterschiedlich zu sein. Man kann es sich nicht aussuchen. Und es ist bei zweiköpfigen Ogern auch alles andere als ungewöhnlich, dass beide sehr unterschiedliche Interessen haben. Totschlagen! Ich kann mir vorstellen, dass es häufig Streit gibt. Wir haben unsere Spielregeln. Vormittags bestimmt Grump, was wir tun. Nachmittags bin ich an der Reihe. Ich muss weiter. Bis dann. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, mal wieder ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Verdauungsprozesse und Totschlagen drehte. Also gut, und was hat Grump dazu zu sagen? Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Na, erstmal hier die Frage, um ihn aufzulöckern. Willst du etwa das ganze Essen auf dem Teller verdrücken? Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Hm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Kann man Zloff nicht dazu bringen, etwas mit dem Lesen aufzuhören? Zloff scheint ein ziemlich strenger Bruder zu sein. Ich muss los. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Zloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Zloff gerne Cocktails trinken. Ogercocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Was hältst du davon, wenn ich euch einen Ogercocktail mache? Das klingt doch gut. Ich könnte euch einen Ogercocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Okay. Was braucht man für einen Ogercocktail? Also, was gehört alles in einen guten Ogercocktail? Alkohol? Ja, okay. Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Schirmchen besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein, Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Gut, Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Okay, ich muss los. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. So, also, wir haben die Erlaubnis, wir dürfen in die Höhle gehen.
Und die Höhle scheint aber nur aus diesem Schrank zu bestehen. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, mach einen Cocktail für Zroff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? So, jetzt dürfen wir ran. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Mhm. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Okay, da ist das Glas. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Wir nehmen es mal mit. So, da müssen wir mal gucken, was es sonst noch so zu finden gibt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir hier irgendwie... Was ist das? Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah, sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Sie riechen schon vergoren. Dann nehmen wir die doch mal. Aber wie kriegen wir denn jetzt bitte schon aus Äpfeln? Naja, gut. Als Hesse. Ich bin ja Hesse. Da weiß man natürlich, was man damit zu tun hat. Wir müssen sie erstmal auspressen. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich genau weiß, wo die Presse steht. Genau. Und, da fällt mir ein, es ist doch wieder mal Zeit für ein Äpfelweinchen, aber ich habe leider keinen da. So, wir wollen eigentlich, glaube ich, hier hin. Wir müssen, glaube ich, erstmal nach da. Schöne Sache. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Wieso kommen wir denn jetzt nicht dahin? Bin ich jetzt bescheuert? Wieso kommen wir jetzt nicht zu der Festung? Weil da liegt doch die Saftpresse. Zum Orklager. Guck mal, das geht. Aber ich kann nicht die Schnellreise benutzen. Ach, die Schnellreise ist bestimmt für... Ja, da kommst du wahrscheinlich direkt in die Burg hinein. Da, da. So, hier, Äpfel pressen. Das dauert natürlich ewig in so einer Orangenpresse. Die haben jetzt alle da reingepasst, oder was? Los. Lecker, vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss... Ich hab zu schnell gedrückt. Er wollte sagen, ich muss ihn nicht trinken. Ich lasse die Apfelreste einfach in der Presse. Ich habe, was ich wollte. So. Will das mal. Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Da steht aber 5x, Leute. Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Was ist das? Gut, aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. Wir haben schon mal das hier und ein Cocktailschirmchen. Cocktailschirmchen damit mit Glas. Sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Das ist natürlich jetzt schwierig.
Wie schön, guck mal, da oben steht auch ein Hinkelstein. Vielleicht haben die ja drin irgendwie ein... vielleicht gibt es ja irgendwie eine Alkoholdestillations... Blablabla. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Und wie geht's dir ohne den Balken? Ja, das können wir ruhig mal fragen. Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt. Aber auch toll! Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Das freut mich. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut! Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Schön. Vielleicht weiß ja Gulliver was, hey, Gulliver. Was wir machen können. Ah, der Lebende. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Und du und Esther? Wir lieben uns. Toll. Wir wollen eine Familie gründen. Das ist großartig. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Juhu. Ich kann einfach kein Herz auftreiben. In dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Bizarr. Ja, aber jetzt hat sie doch kein Herz mehr. Ein Haufen Schrott mit einem geflickten Blasebalg und einem toten Runzelherz soll also durch einen Blitzschlag zum Leben erweckt werden. Klingt doch alles ganz durchdacht. Ich bin trotzdem etwas entsetzt darüber. So, wir wollten eine Destillation finden. Wo könnte man... Also eine Destille finden. Wo könnte man eine Destille finden? Nein, nicht verlasse die... Nein, nicht verlasse die Gruft. Aber wir finden auch im Keller auch keine Destille. Also wer baut da eine Destille in einer Gruft auf? Nee, hier gibt's keine. Vielleicht weiß ja unser Freund oben, unser ja, Schamane etwas, was wir machen können. Wir könnten es vielleicht hier kochen. Können wir es kochen? Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Okay. Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Ich kann gerne die Augen offen halten. Was brauche ich dafür? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Ach, was bekomme ich Aber dafür? Ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht. Aber schon.
Hm. Okay, wir haben ja auch Pilze. Weiße Pilze. Warum sollte ich ihm die Pilze geben? Weil er Pilze haben wollte. Hm. Hier gibt es aber auch keine Destille und der hat, wollte jetzt nicht mit uns reden. So, mit wem können wir denn noch reden? Vielleicht mit den Wichteln. Vielleicht gibt es ja hier im Allerheiligsten irgendwas, was wir benutzen können, um Schnaps zu brennen, Destille oder sowas. Stimmt, wir wollten ja hier auch noch was haben. Hallo, du? Rosa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Rosa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Rosa. So, das bringt nichts. Der hässliche kleine Kerl ist die Gottheit der Erdwichtel. Nachdem ich den Helm mitgenommen habe, hat er hier wieder das Sagen. Sich als eine Gottheit ausgeben, wie kann man nur? Ein schändlicher Frevel und Wusa wird dich bestrafen. Wusa? Sieht ganz zufrieden aus und am besten rühre ich ihn nicht an. Die Erdwichtel würden wahrscheinlich ausflippen. Ach was! Da hast du nichts dabei? Nimm ihn ruhig mal in die Hand. Kannst ihn auch schütteln, kein Problem. Gibst du mir absichtlich schlechte Ratschläge? Hätte ich etwa einen Grund dazu? So, wir wollen mal gucken. Hier unten können wir was mitnehmen, aber wir müssen, glaube ich, erst den Erdwichtel loswerden. Deswegen, das bringt's noch nicht. Also hier gibt's auch keine Destille. So, was können wir da als nächstes machen? Wir brauchen also Alkohol. Wir müssen also irgendwie unseren Apfelsaft umwandeln zu Alkohol oder ein bisschen ihn verstärken. Ich würde ja Destille sagen. Oder wir schütten irgendwas Herzhaftes hinein. Wie sieht's denn hier drüben aus? Was gibt's da? Da gibt's Dynamit. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Gut, komm. Geh mal raus hier. Und wir gehen mal wo gehen wir denn mal jetzt hin? Wo ist denn hier der Ausgang? Achso, so geht das hier. Gut, also wir kommen hier kommen wir noch gar nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Gruft und reden nochmal mit Wieso kann ich nur mit Gulliver reden? Wieso kann ich nicht mit ihr reden? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Und wie geht's nun weiter? Was genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, hier. Dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnte man das anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das. Kennst du dich mit Geisterpilzen aus? Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taurer kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Welcher Chef? Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten.
Ist der Narr der Chef oder was? So, liebe Leute, da ich jetzt längere Zeit unterwegs bin, muss ich leider die Folgen etwas kürzer machen. Deswegen endet die Folge jetzt für heute schon hier. Wir machen morgen weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber sonst habt ihr die ganze Zeit über nicht genug Folgen. Und das wäre für euch ja auch blöd, genauso wie für mich. Deswegen macht's gut, wir sehen uns morgen weiter. Geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.